Hi Leute, hier ist eure Skyldarissa zu einem neuen Part von Pokémon Kolosseum. Im letzten Part haben wir das vierte Areal vom Duellberg gemacht und ich habe seitdem ein bisschen trainiert. Allerdings bin ich jetzt hier nach Emerital gefahren, weil, naja, ich habe irgendwie voll lange keine Pokémon mehr erlöst und ich habe da so drei Stück, die ich mal wieder erlösen möchte. Und ich dachte mir, bevor ich dann tatsächlich in die Prim-Arena fahre und dann so ein paar trainierte Pokémon zeige, kann ich das ja auch noch mal machen. Außerdem will ich auch mal zeigen, wie eine Zeitflöte funktioniert. Und irgendwie kam ich gerade drauf. Ich hatte gerade mal Lust drauf. So. Wir beginnen mit der Zeitflöte. Mir wurde gesagt, ich soll die am besten bei Pokémon, bei legendären Pokémon benutzen. Und diesen Tipp von Hyrule Tonopto werde ich natürlich, beziehungsweise Hyrule Megania heißt du ja mittlerweile, würde ich den gerne, wie, das kann jetzt nicht eingesetzt werden, nämlich auch. Ja, da ist ein Pokémon, dessen Herz sogar zwei, aber ich will. Ja, toll, wieso geht das jetzt nicht? Hä? Ich dachte, die Zeitflöte geht einfach so. Vielleicht geht das ja jetzt. Oder kann ich das nur direkt auf dem. Vielleicht muss ich ihm ja eine Zeitflöte geben. Zeitflöte kann man einem Pokémon nicht zum Tragen geben. Ja, ich weiß, ich bin doof. Ich weiß nicht, wie man ein Item benutzt. Dieses Item kann jetzt nicht. So kann ich das jetzt nicht einsetzen. Nee, ich wollte es wie Kuhn befreien. Das ist doof. Na gut, dann mache ich jetzt halt erstmal Traunfugil. Weil das hat es einfach verdient. Man sieht das auch nicht mehr so lila in meiner Box aus. So, wir erinnern uns an die Attacke Psystrahl und ja, noch ein Levelchen ab und will ich einen Spitznamen geben? Ja, es ist so, ich habe für die festen Teammitglieder tatsächlich ein Set von Spitznamen ausgesucht und bei Traunfugil hatte ich keinen Namen. Ich wollte das eigentlich offen lassen für jemanden, der fragt. Das hat jetzt auch inzwischen schon einer, das heißt, der Punkt ist jetzt inzwischen weg. Alle anderen, die noch fragen und nett fragen, die werden einen Spitznamen kriegen. Und die, die nicht nett fragen, da werde ich mir irgendein Crap-Pokémon raussuchen. Und das kriegt ihr dann als Spitznamen. Boah, da rege ich mich auf. Also, wer gefragt hat, das ist der gute Erzmagier. Ja, ich werde ihn jetzt auch nur Erzmagier nennen, weil die Zahlen dahinter verwirren mich dann immer. So, ich finde, das passt doch zu einem Traunfugil. Also Traunfugil war eigentlich so dieser offene Slot, wenn mal einer nach dem Namen fragt. Hatte ich extra so gelassen. Na gut, dann Start. Ja, ist okay. Und ja, damit haben wir dann das erste Pokémon befreit. Was ich jetzt mit Suicune machen kann, weiß ich nicht. Hehehehe. Und dann haben wir hier noch Vati. So. Das will ich auch noch befreien. So. Ja, die Tür zum Herzen von Vati ist jetzt auch offen. Das ist sehr schön. Und Vati hat ein Level abgekriegt. Und, oh, ja, Vati entwickelt sich. Vati ist im Übrigen, beziehungsweise Ampharos, ist tatsächlich auch eines der Pokémon, die ich später fest in meiner Teamplanung. Ich habe ja insgesamt 12 feste Teammitglieder, zwischen denen ich dann immer Teams baue. Und Ampharos ist da auch bei als Elektro-Pokémon. Und Ampharos sieht irgendwie komisch aus. Also ich habe es mir irgendwie besser vorgestellt, besser animiert. Aber ich mag Ampharos. Ja, Ampharos erhält ein Band und kriegt auch einen Spitznamen. Und zwar die gute Makoto Suzuki. Beziehungsweise ich nenne es in dem Fall Susu. Einfach weil Susu. Das passt irgendwie. Ich weiß nicht, ich wollte dir einfach einen Spitznamen geben und deswegen. Deswegen Susu. Du weißt ja hoffentlich, dass du gemeint bist. Falls du das hier mal siehst. Du guckst ja eher bei mir Kingdom Hearts, aber. Trotzdem wollte ich dir mal den Namen geben. Ja. Ja, da wippt einer fröhlich hin und her. Süß, das kleine Ampharos.
Na gut, dann würde ich sagen, tauschen wir wieder die Teammitglieder zurück und dann geht es auf zur Prima Arena. Und wie ich mittlerweile von Hyrule Meganium bzw. Hyrule Tonopto erfahren habe, war das damals, als ich den Arenaleiter nicht gemacht habe, eine gute Entscheidung. Ich habe das irgendwie gerochen damals. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es gerochen. Ich habe gerochen, dass ich nicht gegen ihn antreten darf. Weil er meinte, dass die Pokémon wohl doppelt so hohes Level hätten bei ihm. Oh je, und das wäre ziemlich in die Hose gegangen, hätte ich das gemacht so. Dann du darfst dich hier wieder absetzen. Was ich mit dir mache, überlege ich mir noch, Suicune? Ärgert mich. Das ärgert mich. Böses Suicune. So, und das Ampharos. Ja, das sind alles noch die Pokémon, die ich dann trainieren darf. Ist das ärgerlich. So. Dann nehmen wir jetzt erstmal. Ja, wir nehmen erstmal Mantax wieder mit, oder? Nehmen wir Mantax überhaupt mit? Ja, ich würde sagen, wir nehmen Mantax mit. Obwohl, wisst ihr was? Ich nehme Susu auch mit und gebe Susu den EP-Teiler. Dann kann das schon mal leveln. Und dann nehme ich noch Hyrule mit. Oder nee, Hyrule kriegt Urlaub. Ich nehme mal irgendein Krypto-Pokémon am besten mit. Ja, ich nehme am besten Suicune mit. Obwohl, nee. Dann habe ich ja zwei Wasser-Pokémon. Das ist auch wieder doof. Bräuchte ja Pflanze, aber ich will Hublupf nicht benutzen. Nee, ich nehme Cupcake mit. Weil einschläfern und so. Falls wir es brauchen. Und dann mal sehen, was kann ich noch hier lassen? Wen kann ich denn noch hier lassen? Ja, eigentlich kann Zetstein mal einen kleinen Urlaub vertragen. Ja, stimmt. Du kannst einen kleinen Urlaub auf der Box vertragen und dann nehme ich Hyrule mit. Weil du hast schon Level 40 und die anderen haben alle Level 38, 39 und das finde ich nicht so gut. Ich möchte, wenn das alle so in etwa das gleiche Level haben, wenn ich das schon so baue. Und ja, ich weiß, momentan nehme ich kein Krypto-Pokémon mit. Das ändert sich bald wieder, keine Sorge. Dann nehme ich wieder eins mit und dann werde ich auch wieder an den Leistenabbau und so weiter denken. Keine Sorge. Und mir ist gerade was aufgefallen. Einen Moment. Es könnte jetzt laut für euch gewesen sein. Das tut mir sehr leid. Ich habe nämlich mein Mikrofon nicht ganz optimal stehen gehabt. So, und jetzt dürfen wir nach Phinak aufbrechen. Und dann dürfen wir uns gegen Primus in der Schlacht schlagen. Und ich hätte das mit dem Mikrofon echt vor dem Part lösen sollen, aber ich habe einfach nicht dran gedacht. Es tut mir leid. Schuldig. Ich fühle mich schuldig deswegen. Wo ist denn jetzt Primus? Muss ich jetzt etwa gegen die Kleinen auch wieder? Ja. Ja, ich weiß, ich will gegen Primus antreten. Kann ich das etwa nicht? Mache ich denn jetzt? Wieso kann ich eigentlich hier runter? Was ist hier unten? Wir wissen, was hier ist. Das hier ist die Trainingshalle. In dieser Halle Areale. Aha. Ach was. Ja, und jetzt platsch. Ganz genau so. Carpador. Das arme Carpador. An Land. Wie kann man nur? Und. Das ist ja mal cool, das habe ich vorher hier ja gar nicht gesehen. Ich wollte eigentlich nur gucken, wo Primus ist. Und vor allen Dingen muss ich dann jetzt nochmal gegen die Kleinen in der Prim-Arena dann antreten, die nicht so starke Dinge hatten. Und wieso bin ich. Auf magische Weise ist Arisa irgendwie wieder hinter mir. Dabei habe ich sie unten aus Versehen zurückgelassen. Uff. Ah, du bist es. Und dein Team besteht aus sechs Pokémon. Nun, hast du Lust, mit mir zu kämpfen? Ja. Na gut, bin schon sehr gespannt. Dann betrete den Kampfplatz. Gut, dann dürfen wir uns jetzt mit Primus messen. Ich stehe doch hier. Ach so, da muss ich stehen. Streng dich an, ich werde dich anfeuern. Ja, ist ja gut.
Also, lass uns anfangen. Liefern wir uns einen fairen Kampf. Aber gerne doch, Primleiter Primus. Interessante Bezeichnung. Primleiter und dann Primus und... What the... 41 und 40. Oh shit. Ja, wenn ich damals am Anfang des Spiels da reingerannt wäre, ich wäre sowas von verreckt. Sowas von. Oh. Ich bin jetzt sogar noch unter ihm. Leveltechnisch. Ja gut, dann erstmal Rasierblatt wegen Azumarill und dann Finte auf ja, auch auf Azumarill. Erstmal. Und ja, ich weiß, das trifft auf Tuska nicht gut, aber halt auf Azumarill. Und Azumarill kann Walzer. Deswegen will ich versuchen, Azumarill auszuschalten. Und weil Azumarill auch Einigler kann. Und wenn wir das nicht schnell besiegen, dann kann es sich die Verteidigung hochboosten. Und dann wäre das nicht so gut. Oder noch schlimmer, Doppelteam. Oh Gott, das Ding kann Doppelteam. Oh Gott, so schnell es geht umbringen. Kill it. Kill it before it lay eggs. Oh Gott. Also ich habe jetzt nichts gegen Azumarill an sich. Nein, im Gegenteil, ich mag den Wasserhasen. Aber das... ich möchte, dass Azumarill wirklich mir keine großen Probleme macht. Auch wenn der Satzsturm Azumarill auch trifft. Und man darüber eigentlich Azumarill auch noch töten könnte. Also beseitigen. Warum will ich immer töten sagen? Man tötet keine Pokémon. Und ein Trank? Jetzt schon? Okay. Ja, Tuska wehrt die Attacke ab, aber Azumarill wird getroffen. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Und ich hab... Nein, ich hab vergessen, Susu den EP-Teiler zu geben. Puh. Vergessen. Naja, vergessen heißt Pokémessen. Ich weiß, aber trotzdem, ich hab's vergessen. Shit. Shit, 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 shit. Das ärgert mich jetzt. Hatte so darauf gehofft, dass ich noch Susu damit trainieren kann und dachte mir so, geil, so viel EP und dann so, oh, ich habe dir gar nicht den EP-Teiler gegeben. Shit. Und ich sage zu oft shit. Ich sollte das einstellen, das zu sagen. Naja, wenigstens gab es einen Volltreffer und nein, Azumarill wird nicht getroffen. So, Finte, aber Finte trifft. Ein Glück, dass Finte trifft. Jetzt wird es noch schwieriger sein, Azumarill zu treffen. Aber es ist schon rot und das hilft. Und oh, das Viech kann auch Doppelteam. Oh. Okay, Sandsturm. Nochmal Sandsturm. Ja, ich weiß, wir werden alle vom Sandsturm getroffen. Ist gut. Azumarill auch. Ich glaube, ich kümmere mich jetzt eher um Tuska. Wechsle auch aus und benutze mal Cupcake. Und Finte auf Tuska, weil Tuska kann jetzt auch Doppelteam, aber Tuska benutzt Sandsturm. Und das heißt, Azumarill wird sowieso über den Sandsturm getroffen. Das heißt, wenn wir großes Glück haben und der Sandsturm noch lange genug anhält, dann könnte Azumarill durch den Sandsturm verrecken. Und wenn nicht, dann müssen wir einfach so lange beten und hoffen, bis wir Azumarill gekillt haben. Oh, nicht gekillt, besiegt haben. Ich will nicht töten sagen. Man tötet Pokémon nicht. Pokémon können geheilt werden. Ja, ich weiß. Cupcake wird getroffen. Nachtara wird getroffen. Ist alles in Ordnung. So, ich würde sagen noch eine, vielleicht zwei Runden, dann ist Azumarill weg. So, beide auf Tuska. Falls eine Attacke nicht trifft. Obwohl, dann müsste die andere Attacke ja gegen automatisch gegen Azumarill gehen. Das ist auch gut. Okay, ein Skorgler. Interessante Teamwahl. Und ach nee, die Attacke ist ja gegen Skorgler gegangen. Stimmt ja. Das geht ja nur an das andere Pokémon, wenn es kein weiteres mehr auf dem Feld gibt. Bin ich doof. Naja, ich verwechsel schon wieder die Kampfregeln. Typisch ich.
So, ich würde sagen, ich versuche es mal mit Biss, damit Skorgler zurückschreckt. Und nein, jetzt hat der sein Azumarill geheilt, der Arsch. Ja, und der Angriff ging daneben. Ist klar, ist logisch. Aber Skorgler setzt wieder Sandsturm ein, das heißt, er ist wieder kurz davor, sein Azumarill wirklich zu killen. Ha! Ach, ich sage jetzt einfach killen, was soll's. In den Zustand der Bewusstlosigkeit versetzen wäre allerdings auch noch eine gute Wortwahl gewesen. Wieso achte ich da eigentlich so drauf? Ich labere hier nur Mist. Mist? Nein, Mist. So, ich versuch's mal mit Feuerodem, Azumarill. Und Biss Azumarill. Mist, Attacke ging daneben. Jetzt macht Skorgler den gleichen Mist. Och nö. Okay, ich merke, warum Primus ein scheiß Gegner ist. Er benutzt viel zu oft Doppelteam. So, Azumarill wurde ausnahmsweise mal getroffen, aber ich glaube, nächste Runde benutze ich dann eher wieder was gegen Skorgler. Bevor es sich auch noch zu sehr boostet. So, Feuer-Odin gegen Skorgler, Biss gegen Skorgler. Ja, Attacke ging daneben. Nochmal Doppelteam, so eine Scheiße. Noch eine geringere Chance zu treffen. Also ich möchte nicht, dass das hier in ein Duell ausartet, wer schneller und besser trifft. Oder überhaupt mal trifft. Und dann 50 Runden kommt gar nichts und dann trifft man einmal. Oh, Sandan. Ich sollte nach Tara mal heilen. So, was kommt als nächstes? Ja, der Sandsturm. Ist gut. Ja, wir wissen's. Sandsturm. Entschuldigung, aber das geht mir gerade so ein bisschen auf die Nerven. Das ist so repetitiv. Das ist. Ja. Man weiß einfach nach 20 Runden, dass der Sandsturm in Ordnung ist. Und dass es einen Sandsturm gibt. So, ich tausche mal aus gegen Sven. Und nach Tara. Ja, nach Tara heile ich mal. Und zwar mit einem. Oh Gott, ich habe nur noch Supertränke. Und einen Top-Trank, aber den will ich noch aufsparen. Weil der Supertrank reicht eigentlich für die gröbsten Wunden. Und Sven hole ich mir rein wegen Sandan. Auch wenn Sandan jetzt wahrscheinlich nicht mehr One-Hit-KO kriegen könnte. Scheiß Doppelteam. Ah, das wird ja alles länger als erwartet. Ich habe ehrlich gedacht, dass der Kampf vielleicht, ich weiß nicht, 5 Minuten dauert, 10 Minuten. Aber er dauert jetzt schon ein bisschen länger als das. So knapp. So, dann Blubstrahl und bis auf Azumarill. Ja, geht daneben, war klar. Und ein Glück, wir haben Sandan sofort erledigt. Das ist sehr gut. Und ich hatte auch wieder Husten. Das ist, nee. Und okay, ein Sonnenflora. Das ist ein Fall für den Flügelschlag. Oh, ich hätte ehrlich damit gerechnet, dass er jetzt nach Tara angreift, weil nach Tara ja durch den Schaden, den es bereits erlitten hat, schwächer ist, in Anführungsstrichen. So, dann Flügelschlag, Sonnenflora bis Zumarill. Und, okay. Hat jetzt nicht so viel getroffen. Ich hätte ehrlich bei Sonflora damit gerechnet, dass es schon etwas weiter im gelben Bereich ist und nicht knapp im gelben Bereich. Naja, man kann sich irren. So, dann jetzt Biss. Und es trifft. Oh mein Gott, ich habe Azumarill erledigt.
Das hat Ewigkeiten gedauert, aber ich habe Azumarill erledigt. Yes! Ja, als nächstes kommt noch... Oh, das wird einfach. Nass genäht. Ja. Oh, auch noch ein Volltreffer. Sehr schön. Mal sehen. Ich habe jetzt immer noch... Ich habe mit Absicht nicht geguckt, wie viele Pokémon er hat. Ich schätze mal, er hat 6. Weil er ja auch so darauf bestanden hat, dass man 6 Pokémon hat. Ja, also es ist aber schon sein 6. So, na, dann lasse ich das mal. Dann mache ich jetzt noch Biss, damit Nass genäht. Ich hoffe darauf, dass zurückgestreckt wird, damit Nass genäht mich nicht angreifen kann. Um Sven nicht notfalls noch zu besiegen. So, ja, dass das sehr effektiv ist, wissen wir alle. Ja, Nasknet setzt wieder Doppelteam ein. Genau deswegen habe ich versucht, auf den Flinch zu arbeiten. Beziehungsweise einen zu bekommen. Weil das dann dafür sorgt, dass Nasknet kein Doppelteam einsetzen kann. Und das ist natürlich oberste Priorität, wenn ich den Gegner treffen möchte. So. Der Biss hat schon einiges gezogen und der Blubstrahl wird ihm den Rest geben und dann sind wir fertig. Yes! Wir haben ihn besiegt. Primus ist Geschichte. So, was sagst du dazu? Tja, und wir haben 2500 gewonnen, nett. Was für ein überwältigender Kampf. Ich bin wirklich ins Schwitzen gekommen. Gegen dich zu verlieren ist keine Schande. Ich bin froh, dass wir gegeneinander gekämpft haben. Tja. Und was sagst du dazu? Ich bin stolz darauf, gegen dich gekämpft zu haben. Ich möchte dir das als Andenken an unseren Kampf geben. TM27. Ganz ehrlich, dieser Kampf war phänomenal. Ich werde ihn nie vergessen. Ja. Ein phänomenaler Kampf. Mit einer phänomenalen Belohnung. Rückkehr. Nun denn, wir haben es geschafft. Wir haben tatsächlich den Arenaleiter Primus erledigt und ich darf euch jetzt mal das neue Team zeigen. Alle sind so auf 38, 39, bis auf Susu. Die kriegt jetzt noch den EP-Teiler, bevor ich mir im nächsten Part wieder so halbwegs in den Hintern beiße. So. Übrigens ist es auch noch sehr gut getroffen, dass das Ampharos weiblich ist. Sehr schön. So, dann heile ich jetzt noch meine Pokémon. Und dann würde ich sagen, mache ich hier in Finnack Schluss. Im nächsten Part werde ich mich dann wahrscheinlich wieder zurück ins Labor begeben. Zurück an die Stelle, wo wir im letzten Part dann, also vor einigen Parts beinahe umgebracht wurden. Und dann würde ich sagen, setzen wir unsere Erkundung des Krypto-Pokémon-Labors fort. Und hoffen, dass wir Professor Kulpa stellen können. In diesem Sinne, bis zum nächsten Part, Leute. Bye, bye.